Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, solltet ihr nicht dazu entscheiden solltet. Wir haben hier übrigens ein paar Nachrichten. Melanie LeMay, bienvenue. Willkommen. Ihr Kommunikator ist Ihr Schlüssel zum Erfolg hier bei Abstergo Entertainment. Tragen Sie ihn bitte immer bei sich. Sollten Sie Ihren Kommunikator verlieren, melden Sie sich beim Empfang. Sie erhalten einen neuen gegen eine Gebühr von $100, die von Ihrem nächsten Gehalt abgezogen wird. Bitte halten Sie sich an unsere Vertraulichkeitsvereinbarung NDA. Unsere Arbeit hier ist aufregend, aber auch streng geheim. Ein Bruch dieser Vereinbarung wird nicht toleriert. Wir wünschen Ihnen eine großartige Woche. Chloe Lesney, hallo. Willkommen im Team. Wir sollten mal Mittag essen, wenn Sie sich eingelebt haben. Evan Dean, willkommen an Bord. Ahoi Matrose, willkommen auf dem prächtigen Schiff Abstergo Entertainment, wo es stets fröhlich zugeht und wir alle unsere Arbeit lieben wie verrückt. Schön, Sie an Bord zu haben. Ich hoffe, Sie verstehen Spaß. Ihr Vorgänger war ein bisschen langweilig und naja, ach was, nur Spaß. Wir sehen uns. M.O. Baudrillard hat mich gefreut. Wollte nur sagen, freut mich, ein neues Gesicht im Team zu haben. Die Arbeit hier ist toll, aber manche Leute zeigen sich mit der Zeit von ihrer negativen Seite, wenn du verstehst. Lass uns später einen Kaffee trinken. John aus der IT. Hey, John hier. Freut mich, dich kennenzulernen. Wenn du irgendwelche Probleme mit deinem Animus hast, schick mir einfach eine Nachricht. Dieses Privileg hat hier nicht jeder, aber Melanie meint, du kennst dich aus. Mehr muss ich nicht wissen. Evan Dean, etwas untersuchen. Hey, mein Bester, mit was für einer Forschung haben die dich denn da drüben betraut? Streng geheim? Top Secret? Freut mich für dich, du kleiner Abstergo-Schützling. Wenigstens vertrauen die irgendwem. Gut, dass du es bist. Was ist bei Tagebuch? Ah. Aber ist das so wichtig? Das ist ja das, was wir erleben. Meine Dateien? Also das sind die Sachen? Aha, okay. Ja gut, weiter geht's. Wir machen erstmal direkt das Ziel, weil dann kriegen wir vielleicht eine bessere Freigabe für... Oh, da ist auch ein Rechner, den wir jetzt machen können. Na, das machen wir alles gleich, keine Sorge. Hier drüben. Ja, ja. Er erwartet uns. Okay, los geht's. Machst du das alles? Ah, ne. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackbird war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Dann Schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... Pardon, Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Also, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauen. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi, Melanie, ich habe Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Leticia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid. Ich rufe Sie dann an. Dauert nicht lange. Hallo? Hallo? Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Bist gleich rechts neben Oliviers Büro. Wenn die am Empfang Ärger macht, tu so, als müsstest du auf die Toilette. Wenn sie auf Toilette müssen, die sind gleich hier zur Rechten. Vielleicht liegen da auch ein paar Zeitungen zum Lesen. Die hat Minervas Stimme, oder? Die Synchronsprecherin von Minerva ist das. Glaube ich. Also aus Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations, ne? Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Ich meine, das kann man ja erkennen, was, oder?
Das, doch, das, das ist richtig, ja. Das kann man schon so ein bisschen erkennen. Wenn man die Frequenzen halt addiert, ne? Sind halt relativ einfach. Wenn nur drei Frequenzen sind, kann man es einigermaßen erkennen. Es funktioniert. Und wenn wir Informationen zu Assassinen, Templern oder dem Observatorium wollen, oder was auch immer uns interessiert, Olivier, wirst du sie liefern. Basta. Aha. Ich verstehe, Letitia. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Wir wollen sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut, vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin, wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye bye. Tabernack! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Assassinen, Templer! Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker! Du gehörst mir! Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen, also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Wie gesagt, die Sachen lesen wir erst, wenn wir alle haben, ne? Weil vorher ist das irgendwie immer ein bisschen blöd. Wenn man es alleine spielt, ist das cool, aber ich will nicht von euch erwarten, dass ihr euch das merkt, was in den Haftnotizen stand. Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Okay. Entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine Optionen. Dann hüpfe ich von der Terrasse. Ah, oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktionärstreffens. Die ist eine Menge Geld wert. Ah, Frogger. Ach so. Ich dachte, das war andersrum. Easy. An Melanie LeMay, Karma Neron, Chloe Lesney, Christopher Darby, Evan Dean. Von Olivier Gano. Datum 6. November 2013, 9.46 Uhr. Salut. Wie die meisten von Ihnen wissen, nehme ich vom 15. bis zum 17. am Aktionärstreffen in Chicago teil. Der Vorstand will unseren Fortschritt bei der Kenway-Linie begutachten. Die wenigen Daten, die wir bisher gesammelt haben, sind unglaublich und wir rechnen mit noch aufregenderen Befunden in der nahen Zukunft. Die Ereignisse und Menschen, die wir bisher gesehen haben, stimmen uns zuversichtlich, dass die vollständige Erfahrung eine der aufrüttelndsten Entdeckungen aller Zeiten über Piraten sein wird. Es erfordert einiges an Arbeit, die Daten von allen Anstößigen und geheimen zu säubern, aber wir haben bereits jetzt unglaublich
unglaublich vielversprechendes Material beisammen. Zur gleichen Zeit wird Abstergo Entertainment bald ein Closed Beta für unsere neue Consumer Cloud Interface App, ein besserer Name steht noch aus, ankündigen. Edward Kenways virtuelle Piratenerfahrung wird das erste vollständige Produkt sein, das wir anbieten und das erste seiner Art überhaupt. Eine packende, interaktive Piratenerfahrung, die aus echten historischen Daten zusammengestellt wurde. Interne Tests der Consumer Cloud App verliefen sehr ermutigend und wir erwarten, dass sie bis zur nächsten Feiertagssaison bereit sein wird, wenn alles nach Plan läuft. Das führt uns zu einer weiteren Frage: Welche anderen Erfahrungen würden wir gerne anbieten? Welche anderen historischen Epochen und Orte können wir erkunden? Der aktuellen Datenbeschaffungsquote, unserer Produktionskapazität und unserem Verständnis von Konsumtrends nach zu urteilen. Die Führungskräfte von Abstergo Industries haben mir das Ziel gesetzt, eine vollständige virtuelle Erfahrung pro Jahr zu produzieren, zusätzlich zu kleineren Angeboten, soweit unsere Forschung es erlaubt. Dazu zählen Bücher, Aufnahmen, Filme und andere Transmedia-Angebote. Eine zweite damit verbundene Frage ist: Enthält Sample 17 genug überzeugende Daten, um unsere derzeitige Konzentration darauf aufrechtzuerhalten, oder sollten wir über Abstergo Industries um weitere archivierte Daten bitten? Denken Sie daran, die Daten von Sample 1 haben sich als gehaltvoll genug erwiesen, um unser Produkt Liberation fertigzustellen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Erforschung von Sample 2 bis 16 zu ähnlichen überraschenden Ergebnissen führen könnte. Ihre Gedanken dazu, Olivier Gagnon, Chief Creative Officer Abstergo Entertainment. Antwort von Melanie Lerney am 6. November 2013, 10.01 Uhr. Hallo zusammen. Danke, dass Sie diese Diskussion eröffnet haben, Olivier. Nur eine kurze Zusammenfassung, wo wir im Moment stehen. Ich bin nun seit etwas über einem Jahr Leiterin des Sample 17 Projekts und mein Team und ich konnten eine grobe Liste der interessantesten Epochen zusammenstellen, die uns in dieser genetischen Probe zur Verfügung stehen. Beachten Sie, dass diese Daten bereits völlig oder teilweise von Abstergo Industries sequenziert wurden. Ich versuche mich kurz zu fassen. Väterliche Linie. 15. Jahrhundert, italienische Renaissance. 16. Jahrhundert, das Osmanische Reich. 18. Jahrhundert, amerikanische Kolonien, Unabhängigkeitskrieg. 19. Jahrhundert, Neuengland und Amerikas mittlerer Westen. Mütterliche Linie. 12. Jahrhundert, Heiliges Land, Kreuzzüge. 13. Jahrhundert, Ägypten und Nordafrika. 14. Jahrhundert, das Ashikaga-Shogunat in Japan. 18. Jahrhundert, Französische Revolution. 19. Jahrhundert, Napoleonische Kriege, Taiwan. 20. Jahrhundert, Summer of Love, amerikanische Pazifikküste. Offensichtlich ist das nur eine kurze Auswahl unserer potenziellen Optionen. Die Anzahl von Vorfahren einer jeden Person liegt nach nur 15 Generationen bei über 30.000. Bei Sample 17 könnten uns also noch ein paar Überraschungen erwarten. Allerdings, trotz des reichhaltigen Erbes von Sample 17, sollten wir uns nicht darauf beschränken, wenn wir woanders konkrete Spuren finden. Ein paar Männer aus allen Zweigen meiner Familie haben in beiden Weltkriegen gekämpft und ich hatte einen Urgroßvater, der im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft hat. Er hat sogar ein paar Mal Präsident Lincoln getroffen. Diesen Weg zu beschreiten wird etwas zeit- und kostenintensiver, da diese Daten noch nicht sequenziert wurden, aber auf lange Sicht könnte es lohnend sein. Kurz gesagt, wenn irgendjemand über bestätigte Verbindung zu historischen Ereignissen, Epochen oder Städten hat oder jemanden kennt, bitte teilen Sie es uns mit. Ich werde außerdem die von Abstergo gesammelten und sequenzierten Proben der letzten 3 Jahrzehnte überprüfen. Vor kurzem erfuhr ich, dass eine der Proben, Sample 2 glaube ich, am Prozess gegen John D'Arc beteiligt war. Die nächste heiße Spur liegt also direkt vor unserer Nase. Mel. Melanie Lemme, Project Coordinator Sample 17. Lustig, das rechte Bild ist ja quasi Unity. Und da ist Origins. Quasi. Von Olivier Cano. Betreff, Antwort, mögliche Schauplätze. Alles gute Punkte, Mel. Nur eine kleine Warnung. Sample 2 stammt vom verstorbenen Dr. Vernon Wittig persönlich. Aus den frühen 80er Jahren, als er noch ein junger Ingenieur bei Abstergo Industries war. Also so verlockend eine John D'Arc-Erfahrung auch klingt, ich bin nicht sicher, ob Abstergo Industries ein Interesse daran hat, dass wir in Dr. Wittigs DNA herumstöbern. Das ist ein sehr sensibles Thema. Was mich angeht, ich bin mit François-Xavier Ganot verwandt, dem bekannten Historiker und Poeten aus Quebec. Schwand, oder? Vielleicht eine Idee. Und einen Vorbehalt habe ich noch. Wir sollten es vermeiden, moderne Zeiträume zu erforschen, zum Beispiel das 20. Jahrhundert. Also, wir finden etwas wirklich Überzeugendes. Denn so unterhaltsam eine zweite Weltkriegserfahrung auch klingen mag, wäre es vorteilhaft, alle Settings mit Fahrzeugen wie Autos, Motorrädern, Helikoptern, Panzern und so weiter zu vermeiden. Warum, fragen Sie vielleicht? Weil unsere Forschung gezeigt hat, dass die Erinnerungseinprägung aller Individuen durch den semi-katatonischen Zustand behindert wird, in den die meisten Menschen bei der Benutzung von Fahrzeugen über einen längeren Zeitraum verfallen. Dadurch wird die Datenbeschaffung erschwert. Kurz gesagt, wir wollen, wenn möglich, keine extra Features für den Animus programmieren müssen, nur um die Erinnerungen von Menschen erforschen zu können, die Auto gefahren sind. Es gibt andere und effektivere Wege, dieses Gefühl zu erleben.
Olivier, Quebec City ist wunderschön, aber ich bin nicht sicher, ob sich eine Geschichte über einen Historiker ohne Piraten, Ninjas oder Zombies so gut verkaufen würde. Vergessen Sie außerdem nicht, dass Sample 64 könnten ebenfalls tabu sein. Als ich letzten Monat meine eigene Nachforschung anstellte, erfuhr ich von einigen aufregenden Persönlichkeiten, die in diesen Proben enthalten sind. Aber als ich danach suchen wollte, wurde mir von einigen Leuten, die in der Hierarchie weit über mir stehen, Einhalt geboten. Sehr merkwürdig, aber wohl kaum überraschend, denke ich. AI verfügt über eine Reihe aktiver Militärzulieferer für Abstergo Industries. Verfügt über eine Reihe aktiver Militärzuliefererverträge und ich schätze, es könnte damit zu tun haben. Ich habe nicht weiter nachgebohrt. Was mich selbst angeht, falls es jemand interessiert, mein Urgroßvater war mit Hemingway und Stein und Satie und Picasso befreundet, als er in Paris der 1920er Jahre lebte. Keine actiongeladene Abenteuer, aber historisch interessant. Ich wollte es nur mal gesagt haben. PS, Chris, ist unser Treffen zum Mittag hier vor Ort oder außer Haus? Das war übrigens eine Antwort von Chloe Lesney. Und wieder Olivier. Ja, so sehr ich die verlorene Generation auch liebe, ich glaube, unsere erste virtuelle Erfahrung sollte ein wenig mehr actionorientiert sein. Also sind Kriege und Kampfeinsätze immer ein guter Einstieg. Oder genauer gesagt, alle Epochen, in denen sich intensive Konflikte zugetragen haben. Was Piraten, Ninjas und Zombies angeht, die ersten beiden könnten wir vielleicht unterbringen, aber Zombies sind ein wenig, wie sagt man, unhistorisch. Schade eigentlich. Von Christopher Darby. Meine Urgroßmutter zum Beispiel hat während des irischen Unabhängigkeitskriegs viele Jahre mit Eamon de Valera und Michael Collins zusammengearbeitet. Es sollte also nicht schwer sein, diese kleinen Abschnitte meiner eigenen genetischen Änderungen für unsere Zwecke zu sequenzieren. Olivier, tatsächlich gibt es einen faktischen Hintergrund zu den Zombies oder zur Zombifizierung jedenfalls. Ich habe Hurstons Buch über Haiti und die merkwürdigen Voodoo-Bräuche dort gelesen. Das ist vielleicht keine Hollywood-mäßige Zombie-Magie, aber trotzdem ziemlich gruselig. Ist es sogar möglich, dass Edward Kenway oder einer seiner Kollegen auf dieses Zeug gestoßen ist, oder? Können wir die Leute nach Beweisen dafür suchen lassen? KL, anderes Thema. Es gibt ein neues vegetarisches Restaurant, das ich gerne ausprobieren würde. Ich bringe dir Datenblätter mit. Die sind schon gedruckt. Von Karma Neron. Tut mir leid, wenn ich den Dissidenten spiele, aber können wir diese Technologie nicht nutzen, um zu bilden, statt zu unterhalten? Ich meine, theoretisch steht uns die ganze menschliche Geschichte zur Verfügung. Alle unsere großen Erfolge und die leuchtendsten Momente. Da ist es ein wenig ernüchternd zu hören, dass wir uns auf Kriege, Konflikte und Gewalt konzentrieren müssen. Das heißt nicht, dass ich per se gegen Gewalt bin, sondern nur, dass Gewalt im Übermaß nicht so furchtbar interessant ist. Das ist alles. Es gibt so viele weitere Schattierungen im Leben, die wir untersuchen könnten. Also was, wenn wir die Erinnerung von jemandem finden, der mit Albert Einstein im Patentamt zusammengearbeitet hat? Oder mit Charles Darwin an Bord der Beagle? Oder Marie Curie in Frankreich? Momente, in denen Menschen ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben. Von Evan Dean. Okay, kommt schon. Bis uns schmierige, humorlose Universitätsprofessoren achtstellige Summen zahlen, um die Reifikation normativer Geschlechtsmerkmale im präkolonialen Indien zu untersuchen. Warum bleiben wir nicht bei den Sachen, die sich verkaufen? Ich rede von Jack the Ripper im viktorianischen London. Ich rede von Guillotine, Robespierre und Napoleon Bonaparte in der Französischen Revolution. Ich rede von Billy the Kid und Wyatt Earp im wilden amerikanischen Westen. Ich rede von Genghis Khan und den Mongolen, die an einem schönen langen Sommerwochenende eine ganze Millionenstadt abschlachten. Action, Blut, Abenteuer, Konflikt. Denn wir werden nicht ein Zehntel des Geldes wieder reinholen, das wir in die Erinnerung von dem Kerl stecken müssten, der neben Einstein saß, während dieser an den Nägeln kaute und im Kopf die Einzelheiten seiner Relativitätstheorie ausarbeitete. Um Gottes Willen, Mann. Wir sind ein Unternehmen, keine Gruppentherapie. Und von Olivier, Evan, klärt das bitte offline. OG. Das war eine lange Mail. Ein Pirat durch und durch. Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Das war eine verdammt lange Mail, ne? Leichtgläubig wie immer. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel fernzünde. Nee, erstmal hacken. Thank you.
Geht doch. Assassin's Creed Black Flag. Olivia Bowden. Kapitel 3. Ich traf sie im Old Shillelagh, einem Gasthaus auf halbem Weg zwischen Hetherton und Bristol, das ich regelmäßig aufsuchte, weil Mutter und Vater im Sommer schwer mit der Schafschuhe beschäftigt waren und ich noch öfter in die Stadt musste, sogar mehrmals am Tag. Ich gebe zu, dass ich sie zunächst kaum bemerkt hatte, was recht ungewöhnlich für mich ist, denn ich brüste mich gerne damit, den exakten Aufenthaltsort jedes einzelnen schönen Weibsbildes in der näheren Umgebung zu kennen. Abgesehen davon war der Shillelagh nicht unbedingt der Ort, an dem man schöne Frauen erwartet. Frauen, ja, eine bestimmte Art Frau. Aber dieses Mädchen war nicht so, das konnte ich sehen. Sie war jung, etwa mein Alter, und sie trug eine weiße Haube und Schürze aus Leinen, so dass ich sie für eine Dienstmagd hielt. Doch was mich auf sie aufmerksam werden ließ, war nicht ihre Kleidung, sondern vielmehr die Lautstärke ihrer Stimme, die in wildem Gegensatz zu ihrer sonstigen Erscheinung stand. Sie saß dort mit drei Männern, allesamt älter als sie, die ich sofort erkannte. Tom Copley, sein Bruder Seth und ein Julian, dessen Familienname mir entfallen ist, der aber mit den Brüdern arbeitete. Ich hatte mich bereits mit den drei Männern gestritten, wenn nicht sogar geschlagen. Sie gehörten zu jener Art, die hochnäsig auf mich herabzieht, weil sie denkt, ich sehe hochnäsig auf sie herab, die mich nicht mehr mochten, als ich sie, und das war nicht viel. Sie saßen auf ihren Stühlen und beobachteten das junge Mädchen mit gierigen, wölfischen Augen, die ihre wahren Absichten verrieten, auch wenn sie lächelten, auf den Tisch klopften und sie ermutigten, als sie eine Flasche Ale leer trank. Nein, sie sah nicht aus wie eine jener Frauen, die normalerweise in der Taverne verkehrten, aber anscheinend legte sie es darauf an, sich wie eine solche zu benehmen. Die Flasche war beinahe so groß wie sie selbst, und als sie sich mit dem Handrücken den Mund abwischte und die leere Flasche auf den Tisch knallte, jubelten die Männer, bestellten eine weitere Flasche und waren zweifellos erfreut, sie auf ihrem Stuhl leicht taumeln zu sehen. Wahrscheinlich konnten sie ihr Glück nicht glauben, so ein hübsches Ding. Ich sah ihnen zu, wie sie das Mädchen noch mehr Ale trinken ließen und jeden Erfolg mit demselben Tumult feierten. Und dann, als sie dasselbe tat wie zuvor und sich mit dem Handrücken den Mund abwischte, nur dieses Mal mit einem noch deutlicheren Taumeln, warfen sie sich einen vielsagenden Blick zu. Ein Blick, der zu verstehen gab, das Werk ist vollbracht. Tom und Julian standen auf und begannen in ihren Worten, sie zur Tür zu eskortieren, weil du zu viel getrunken hast, Liebes. Also bringen wir dich nach Hause, einverstanden? Ins Bett, feixte Seth und dachte, dass er es nur zu sich selbst gesagt hätte, obwohl die ganze Gaststätte ihm gehört hatte. Bringen wir dich ins Bett. Ich sah kurz zum Wirt hinüber, der herabsah und sich die Nase in seine Schürze schnäuzte. Ein Gast weiter unten an der Theke blickte ebenfalls von mir weg, als ich ihn fragend ansah. Bastarde. Da hätte ich genauso gut die Katze um Hilfe bitten können, dachte ich, knallte meinen Humpen auf den Tisch, stand auf und folgte den Cobblies auf die Straße. Ich blinzelte, als ich aus der Dunkelheit der Taverne in das gleißende Sonnenlicht trat. Mein Pferdewagen stand dort und röstete in der Sonne. Daneben stand ein weiterer, von dem ich annahm, dass er den Cobblies gehörte. Auf der anderen Straßenseite befand sich ein Vorgarten vor einem weit zurückgesetzten Haus, aber keine Spur von einem Farmer. Wir waren allein auf der Landstraße. Nur ich, die beiden Cobblies, Julian und das Mädchen natürlich. »Nun, Tom Cobley«, sagte ich, »was man nicht alles zu sehen bekommt an einem schönen Nachmittag, dich und deine Kumpane, die sich betrinken und ein armes, hilfloses, junges Ding noch viel betrunkener machen.« Das Mädchen sank in sich zusammen, als Tom Cobley ihren Arm losließ und sich mit erhobenen Finger zu mir drehte. »Halt dich da raus, Edward Kenway, du Nachwuchs, tu nicht gut. Du bist genauso betrunken wie ich und deine Moral ist auch nicht besser, also muss ich mir von deinesgleichen keine Reden anhören.« Seth und Julian hatten sich ebenfalls umgedreht. Das Mädchen hatte ganz glasige Augen, als hätte ihr Verstand sich schon zur Nacht gebettet, obgleich ihr Körper noch wach war. »Tja«, lächelte ich, »meine Moral mag nicht besser sein als deine, Tom Cobley, doch ich muss junge Mädchen kein Ale in die Kehle schütten, um sie ins Bett zu bekommen, und ganz sicher brauche ich keine zwei Freunde, die mir dabei helfen.« Tom Cobley wurde rot. »Was? Du dreckiger kleiner Bastard, du! Ich werde sie in meinen Wagen setzen und dann bringe ich sie nach Hause. Ich bezweifle nicht, dass du vorhast, sie in den Wagen zu setzen und nach Hause zu bringen. Jedoch, was du zwischen dem Einstieg in deinem Wagen und der Ankunft zu Hause planst, das besorgt mich.« »Ach, das besorgt dich also. Du wirst dir bald Sorgen um eine zertrümmerte Nase und ein paar gebrochene Rippen machen müssen, wenn du dich nicht schleunigst um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst.« Ich sah die Straße hinab, wo Bäume den ungepflasterten Weg umsäumten und grün und golden in der Sonne leuchteten. In einiger Entfernung erkannte ich eine einsame Gestalt zu Pferde, verschwommen und undeutlich. Ich trat einen Schritt vor und, falls es einen Hauch von Anstand und Wärme in meinem Verhalten gab, hatte es sich nun verflüchtigt, fast von allein. Die folgenden Worte sprach ich mit eiserner Stimme. »Nun lass dieses Mädchen in Ruhe, Tom Cobley, oder ich lehne jede Verantwortung für meine weiteren Taten ab.« Die drei Männer sahen sich an. Gewissermaßen taten sie, was ich verlangt hatte. Sie ließen das Mädchen los, das sich fast erleichtert in die Hocke sinken ließ, wo sie sich mit einer Hand am Boden abstützte und uns mit verschlafenen Augen ansah.
Offensichtlich war sie sich nicht bewusst, warum wir in ihren Namen stritten. Inzwischen hatte ich mir die Koblis angesehen und meine Chancen abgeschätzt. Hatte ich schon einmal gegen drei Männer gleichzeitig gekämpft? Wohl nicht, denn wenn man sich mit dreien anlegt, ist es weniger ein Kampf, vielmehr wird man verprügelt, aber... Komm schon, Edward Kenway, sagte ich mir. Ja, einerseits waren es drei Männer, aber einer von ihnen war Tom Cobley. Kein Frischling mehr, er war etwa im Alter meines Vaters. Ein anderer war Seth Cobley, Tom Cobleys Sohn. Und wenn man sich vorstellen kann, welche Art Mann mit seinem Vater zusammen ein Mädchen abfüllt, nun, dann kann man sich auch vorstellen, was für eine Art Mann Seth Cobley war. Und zwar ein linkischer, hinterhältiger Kerl, der eher mit nassen Hosen aus einem Kampf flieht, als sich zu behaupten. Außerdem waren sie betrunken. Andererseits war ich jedoch auch betrunken. Sie hatten Julian, der sich, dem Aussehen nach zu urteilen, durchaus zu verteidigen wusste. Mir kam eine andere Idee. Dieser einsame Reiter, den ich in einiger Entfernung sehen konnte, wenn ich die Cobleys nur so lange hinhalten konnte, bis er eintraf, würden sich die Chancen vermutlich zu meinen Gunsten verschieben. Zumindest wenn er einen guten Charakter besaß, würde der einsame Reiter sicherlich anhalten, um mir zu helfen. »Nun, Tom Cobley«, sagte ich, »du bist mir gegenüber im Vorteil. Das kann jedermann sehen. Doch, weißt du, ich könnte einfach meine Mutter nicht mehr in die Augen sehen, wenn ich zuließe, dass du und deine Kumpane dieses hübsche junge Ding missbrauchen.« Ich sah die Straße hinab, wo der einsame Reiter langsam näher kam. »Mach schon«, dachte ich, »lass mich nicht hängen.« »Also«, fuhr ich fort, »selbst wenn ihr mich in einer Blutlache am Straßenrand liegen lasst und die Kleine mitnehmt, muss ich einfach alles in meiner Macht Stehende tun, um es euch so schwierig wie möglich zu machen und vielleicht dafür zu sorgen, dass ihr mit einem blauen Auge und schmerzenden Murmeln losziehen müsst.« Tom Cobley spuckte aus und sah mich mit runzligen, zusammengekniffenen Augen an. »Willst du einfach nur dastehen und den ganzen Tag darüber reden, Edward Kenway, oder wirst du auch zur Tat schreiten? Denn das Rad der Zeit dreht sich.« Er grinste teuflisch und fuhr fort. »Ich hab noch Leute zu treffen, Dinge zu erledigen.« »Ei, stimmt. Und je länger du brauchst, desto größer ist die Chance, dass diese junge Dame wieder nüchtern wird, ha?« »Ich möchte gar nicht verhehlen, dass mich dieses Gerede langweilt, Kenway.« Er wandte sich Julian zu. »Warum erteilen wir diesem kleinen Bastard keine Lektion?« »Oh, und eins noch. Bevor wir anfangen, Master Kenway, du bist es nicht wert, die Schuhe deiner Mutter zu putzen, verstehst du mich?« Das hatte gesessen, muss ich zugeben. Wenn jemand wie Tom Cobley, der die Moral eines räudigen Köters besaß, und etwa halb so klug war, so tief in meine Seele greifen und seinen Finger meine offenen Wunden und Schuldgefühle legen konnte, um mir noch mehr Schmerz zuzufügen. Nun, wenigstens stärkte es meine Entschlossenheit, wenn sonst schon nichts. Julian warf sich in die Brust und kam schnaufend näher. Zwei Schritte von mir entfernt hob er die Fäuste, ließ die rechte Schulter fallen und zog durch. Ich weiß nicht, gegen wen Julian normalerweise vor der Taverne gekämpft, aber sicherlich gegen jemanden, der über weniger Erfahrung verfügte als ich, denn ich hätte längst zur Kenntnis genommen, dass er Rechtshänder war. Er hätte mir seine Absicht nicht deutlicher zeigen können, selbst wenn er es versucht hätte. Meine Füße waren in kleinen Staubwolken getaucht, als ich mit Leichtigkeit auswich und meine eigene Rechte in Position brachte. Er schrie vor Schmerzen, als ich ihn unter den Kinn erwischte. Hätte ich es nur mit ihm zu tun gehabt, wäre die Schlacht schon gewonnen gewesen. Doch Tom Cobley war bereits über mir. Ich sah ihn nur aus dem Augenwinkel und es war zu spät, um noch zu reagieren, als er mir seine Faust gegen die Schläfe rammte. Ich schwankte leicht, als ich mich drehte, um dem Angriff zu begegnen, und meine Fäuste schwangen wilder umher, als mir lieb gewesen wäre. Ich hoffte auf einen Glückstreffer, da ich immer noch einen von ihnen niederschlagen musste, um für gleiche Verhältnisse zu sorgen. Doch keiner meiner Schläge traf den zurückweichenden Tom Cobley, und noch dazu hatte sich Julian erschreckend schnell von meinem ersten Treffer erholt und kam wieder auf mich zu. Ein Schwinger mit seiner Rechten traf mein Kinn und wirbelte mich so herum, dass ich beinahe das Gleichgewicht verlor. Mein Hut fiel zu Boden, die Haare vor meinen Augen und ich war leicht verwirrt. Und wer kam im selben Moment, um mir einen Stiefeltritt zu versetzen? Dieser Wurm Seth Cobley, der gleichzeitig seinen Vater und Julian anfeuerte. Und der Bastard hatte Glück, sein Stiefel traf mich in der Magengegend und, da ich bereits aus dem Gleichgewicht war, verlor ich nun vollkommen den Halt und stürzte. Das Schlimmste, was einem in einem Kampf gegen drei Gegner passieren kann, ist zu stürzen. Sobald man auf dem Boden liegt, ist es vorbei. Durch ihre Beine hindurch sah ich den einsamen Reiter auf der Straße, der nur meine einzige Rettung zu sein schien, vielleicht sogar meine einzige Chance, lebend aus der Sache rauszukommen. Doch was ich sah, ließ mir das Herz in die Hose rutschen. Es war kein Mann auf einem Pferd, kein Handelsreisender, der absteigen mir zur Hilfe eilen könnte. Nein, der einsame Reiter war eine Frau. Sie saß im Herrensitz auf dem Pferd, nicht wie eine Dame, aber sie war zweifellos eine Frau. Sie trug eine Haube und ein helles Sommerkleid und das Letzte, was mir durch den Kopf schoss, bevor die Stiefel der Cobleys mir die Sicht versperrten und ihre Tritte auf mich einprasselten, war, dass sie sehr hübsch war. Aber Schönheit würde mich jetzt nicht retten. »Hey«, hörte ich, »ihr drei Männer, hört sofort auf damit.« Sie drehte sich um, sahen sie an und zogen ihre Hüte. Sie stellten sich in einer Reihe auf, um ihr die nicht auf mich zu versperren, der ich röchelnd auf dem Boden lag.
Was geht hier vor, wollte sie wissen. Dem Klang ihrer Stimme nach zu urteilen, war sie jung und wenn auch nicht von edler Abstammung, so jedoch ganz sicher aus gutem Hause. Aus zu gutem Hause vermutlich, um ohne Begleitung auszureiten. Wir haben diesem jungen Mann hier nur ein paar Manieren beigebracht, keuchte Tom Cobley immer noch, außer Atem. Es musste anstrengend sein, mich halb tot zu treten. Doch dazu bedarf es doch wohl nicht der Reihe Männer, oder? Erwiderte sie. Nun konnte ich sie sehen, doppelt so schön, als ich zuerst gedacht hatte. Sie blickte die Cobleys finster an, die inzwischen deutlich besänftigt zu sein schienen. Sie hat genach. Viel interessanter ist, was habt ihr mit dieser jungen Dame hier vor? Sie zeigte auf das Mädchen, das immer noch benommen und betrunken auf dem Boden saß. Oh, Ma'am, das ist eine junge Freundin von uns, die zu viel getrunken hat. Das Gesicht der Dame verfinsterte sich. Sie ist ganz sicher nicht eure junge Freundin. Sie ist eine Dienstmagd. Und wenn ich sie nicht zurück nach Hause bringe, bevor meine Mutter bemerkt, dass sie ausgebüxt ist, ist sie eine ehemalige Dienstmagd. Sie sah eindringlich von einem Mann zum nächsten. Ich kenne euch, Männer, und ich glaube, ich weiß sehr wohl, was hier vor sich geht. Nun lasst diesen jungen Mann in Ruhe und macht euch auf den Weg, bevor mir noch danach zumute ist, diese Angelegenheit weiter zu verfolgen. Mit zahlreichen Verbeugungen kletterten die Cobleys in ihren Wagen und waren bald darauf verschwunden. In der Zwischenzeit war sie vom Pferd gestiegen und kniete sich neben mich, um mit mir zu sprechen. Mein Name ist Caroline Scott. Meine Familie wohnt auf der Hawkins Lane in Bristol. Lasst mich euch mit dorthin nehmen, um eure Wunden zu behandeln. Ich kann nicht, meine Dame, sagte ich. Ich richtete mich auf und versuchte ein Lächeln hervorzubringen. Ich muss arbeiten. Sie stand auf. Ich verstehe. Habe ich die Situation denn richtig eingeschätzt? Ich hob meinen Hut auf und klopfte den Staub ab. Nun war er sogar noch verbeulter als zuvor. Das habt ihr, meine Dame. Dann bin ich euch zu Dank verpflichtet und Rose ebenfalls, sobald sie wieder nüchtern ist. Sie ist ein eigensinniges Mädchen. Sie ist nicht unsere einfachste Bedienstete. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht mit ansehen, wie sie unter ihrer Impulsivität leidet. Sie war ein Engel, entschied ich. Als ich ihnen half, wieder auf die Pferde zu steigen, wo Caroline Rose festhielt, die sich benommen an den Hals des Pferdes schmiegte, kam mir plötzlich ein Gedanke. Darf ich euch vielleicht wiedersehen, meine Dame, um euch angemessen zu danken, wenn ich wieder etwas repräsentativer aussehe? Sie warf mir einen bedauernden Blick zu. Ich fürchte, mein Vater würde das nicht gutheißen, sagte sie. Dann nahm sie die Zügel und ritt davon. In der folgenden Nacht saß ich neben dem Strohdach unserer Hütte und blickte über die Felder, während die Sonne hinter dem Horizont verschwand. Normalerweise drehten sich meine Gedanken entweder um meinen Ring mit meiner unausweichlichen Zukunft oder darum, eine Möglichkeit zu finden, all dem zu entfliehen. Doch in dieser Nacht dachte ich, Caroline. Caroline Scott aus der Hawkins Lane. So, vielen lieben Dank, Mifriel, für dein Abo. 12 Monate. Denk nicht mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Puh, das war wieder sehr, sehr lang. Das war übrigens ein Ausschnitt aus dem Roman, glaube ich, von Black Flag. Keine Ahnung. Quasi 100% alles Nebensachen. Ich habe alle legendären Schiffe, ich habe alles. Ich muss nur Hauptstory machen. Wollen wir mal gucken, ob ich hier irgendwas verpasst habe jetzt. Aber ich glaube, das war nur die eine Tür, die mit zwei, ne? Dahinter. Die Dreier-Tür kann ich ja noch nicht öffnen. Die Dreier geht ja hier noch nicht. Ist das ein Computer, den man hacken kann? Nee. Und wir können das ja mal hier öffnen. Man sieht die Computer auf der Minimap. Und hier waren wir rausgegangen, genau. Okay, dann war hier nichts. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Ja, der Part ist vorbei. Da gibt es zwei Abstergo-Parts. Haha. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben und euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.